Hallo und herzlich willkommen nochmal zu einem neuen Beitrag von Robinson Frauenmedizin. Heute habe ich das Thema Krebsvorsorge und wenn die Krebsvorsorge auffällig wird, also zum Beispiel Veränderungen am Muttermund da sind, die wir Dysplasie nennen. Um das zu erläutern, haben wir heute diesen Beitrag verfasst. Ich werde Ihnen was über Erklärungen, Ablauf der Untersuchung, wenn man das nachvollziehen möchte, die sogenannte Kolposkopie oder Dysplasieabklärung. Ich werde Ihnen die Begriffe erläutern, Ursachen, die HPV-Infektionen, über die werde ich etwas erzählen, die Behandlung und letztendlich auch die Prognose. Dysplasie ist eigentlich eine Zellveränderung. Diese Zellveränderung bedeutet, dass eine Induktion stattgefunden hat, häufig eben durch diese HPV-Infektion, die Veränderung macht an den Zellen. Die Zellen können vom Muttermund stammen, die können von den Schamlippen, von der Vulva, von dem Anus stammen. Letztendlich stellt man das fest, indem man bei der Krebsvorsorge, die Sie hoffentlich regelmäßig wahrnehmen, mit der neuen Krebsvorsorgerichtlinie, findet das in der Regel ja alle 3 Jahre prinzipiell statt und in den Zwischenintervallen, wenn auffällige Befunde da sind oder ein HPV sich nachweisen lässt, jährlich. Man teilt das Ganze ein in leicht, mittel und schwer. Es gibt Begriffe wie Zinn, Win und Wein. Letztendlich sind es immer Begriffe, wo die Veränderung stattgefunden hat, ob an der Cervix, an der Vulva oder an der Vagina. Und dementsprechend zeigt es auch die Definition, die Sie hier sehen. Die Ursachen sind immer HPV-Infektionen, also humanes Papillomavirus, häufig übertragen durch Hautkontakt oder Geschlechtsverkehr. Wir wissen mittlerweile mit den neuen Errungenschaften der Studien, dass wir wirklich 60-80% mindestens einmal eine HPV-Infektion mitmachen. Natürlich, je häufiger Geschlechtsverkehr, je häufiger der Partner wechselt, desto häufiger ist natürlich die Kontamination mit dem Virus, die dann am Ende sich nachweisen lässt. Die Elimination bei symptomlosen Frauen ist häufig durchschnittlich nach 1,5 Jahren. Es macht eigentlich keine Symptome, sie stellen in der Regel wenig fest. Wenn es aber bestehen bleibt, wir also eine Persistenz haben, dann löst es ganz häufig am Muttermund, an diesen Zellen, das ist der häufigste Punkt, um den es mir geht, halt tatsächlich Dysplasien auf. Sie werden dann von Ihrem Gynäkologen angeschrieben oder angerufen, der Ihnen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Kontrolltermin dann einreicht. Bekannt gibt es mittlerweile, was die HPV-Typen angeht, die früher nur begrenzt waren auf wenige, weit über 100 mittlerweile. Und sie nehmen auch zu, weil die Differenzierung auch zugenommen hat. Wir unterscheiden 2 Typen, die Low-Risk- und die High-Risk-Typen. Die Low-Risk-Typen verursachen häufig Warzen, meistens Genitalwarzen, seltener aber die Zellveränderungen, von denen wir jetzt als Dysplasie sprechen. Die High-Risk-Typen, die verändern ganz häufig hier tatsächlich die Zellen und können bis zur Bösartigkeit gehen. Bei Männern sogar bis zum Peniskarzinom, denn häufig ist das der Ort des Geschehens, wo eigentlich die Übertragung stattfindet. Männer merken von dem Virus gar nichts. Deswegen macht es auch wenig Sinn, momentan diese in irgendeine Vorsorge zu schicken, wenn nicht da irgendeine Auffälligkeit äußerlich tatsächlich zu sehen ist. Der häufigste Grund für die Dysplasie-Sprechstunde ist, wenn der Verdacht besteht einer Dysplasie, also der Abstrich auffällig war. Wenn unklare Entzündungen vorhanden waren, wenn wir Kondylome sehen, also Feigwarzen, die oft durch die Low-Risk-Typen ausgelöst werden, denn die oft vergesellschaftet sind mit den High-Risk-Typen und man will sich auf Nummer sicher gehen, um da nicht irgendwelche Veränderungen zu übersehen. Häufig haben die Patienten einen Lichensklerosus, das ist eine Autoimmunerkrankung, die häufig den Kollagenverlust, eine Entfärbung der Haut nach sich zieht, die ganzen Gefäße verändern sich, die Haut wird beim Lichen oft dünner, reißt schneller, macht mehr Beschwerden. Frauen, die eine häufige Entzündung im Bereich der Vagina oder des Darms haben, die wir Vaginadynie oder Vulvodynie nennen, werden auch häufig dann zu einer Abklärung dann die Vulvodysplasie-Sprechstunde geschickt. Wir empfehlen aktuell die HPV-Impfung. Vor Jahren wurde sie initiiert. Deutschland liegt leider, was die HPV-Impfung geht, sehr weit hinten. In anderen Ländern werden Schulkinder ganz automatisch schon mit dieser Impfung konfrontiert und damit auch die Zahl der Dysplasien gewaltig reduziert.
Deutschland führt das leider gar nicht an. Es ist mittlerweile eher im hinteren Drittel angesiedelt im europäischen Vergleich. Aktuell gibt es 9 Typen, die wir impfen können. Darin, da sind sowohl Low- als auch High-Risk-Typen, die in diesem Impfstoff verarbeitet worden sind. Sie senken automatisch das Risiko sowohl Kondylome als auch HPV-induzierte Karzinome bei Frauen und Männern auszulösen. Deswegen plädieren wir ja auch dafür, dass Jungen geimpft werden gegen diesen Virus. Die STIKO empfiehlt mittlerweile aktuell ab dem 9. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr. Man muss die Kostenübernahme klären, denn der Impfstoff kostet weit über 150 Euro. Sie benötigen 3 Stück. Insofern ist es immer ein Thema, wie weit tatsächlich die Kosten von der Krankenkasse getragen werden. Aktuell ist sogar mittlerweile für Jungs das geplant, dass die Kostenübernahme erstattet wird und der Kinderarzt in der Regel auch damit schon startet. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt ist diese Impfung immer sinnvoll und auch immer erfahrungsgemäß von Vorteil. Auch bei einem bereits stattgefundenen Infekt macht es Sinn. Die Kolposkopie, das ist eine Vergrößerung, wie hier an diesem Gerät zu sehen. Ist ein Gerät, was man eine Vergrößerung des Muttermundes darstellt, die letztendlich unter entsprechenden Zonen betrachtet wird. Man sieht sehr häufig, ob sind da Defekte in der Haut, sind Entzündungen vorhanden, Polypen, Ursachen für Risse oder Blutungen sind zu sehen. Man kann gezielt eine Abstrichentnahme stattfinden lassen, die nicht ganz so blind stattfindet wie bei der normalen Krebsvorsorge, wobei großzügig in dem Augenblick alles abgestrichen wird. Hier wird gezielt nach entsprechenden Verfahren ganz gezielt eingefärbt und entsprechend vorbereitet die Abstrichentnahme durchgeführt. In der gleichen Sitzung kann der entsprechende Arzt auch eine Gewebeprobe gezielt von diesem Gewebe entnehmen, was noch sicherer ist als nur die Zellabstrichentnahme, um dann genau zu erkennen, wie weiter Auffälligkeiten da sind. Das Ganze muss dokumentiert werden mit einem Operationsmikroskop, wie wir hier auch das haben. Ein Kolposkop ist auch ein Operationsmikroskop, kann man damit sehr gezielt arbeiten und operieren. Der Ablauf ist letztendlich, Patientin wird vorbereitet, am gynäkologischen Stuhl wird erstmal alles genau observiert und durchgeschaut, man verfärbt die Haut ein bisschen mit Essigsäure, davon merkt der Patient in der Regel gar nichts, aber die Entfärbung der Zellen, die Geschwindigkeit, die Art und Weise der Entfärbung, die zeigt oftmals schon die verdächtigen Zonen. Man kann noch einen Jodtest machen, indem man das anfärbt, um dann die entsprechenden Zellen nochmal darzustellen. Gezielt eine Probenentnahme. Gelegentlich kann man auch eine Betäubung einsetzen, wobei die am Muttermund gar nicht notwendig ist. Betäubung benötigt man eigentlich nur, wenn man andere Stellen dann als Gewebeprobeobjekt dann plant. Der Verlauf. Letztendlich für den Gebärmutterhalskrebs, das ist die schwerwiegendste Komplikation und das, was am Ende bei langen anhaltenden Dysplasien passieren kann, ist der Gebärmutterhalskrebs oder der Gebärmutterkrebs, letztendlich auch der Vulva- oder Vaginalkrebs. Aber hier handelt es sich insbesondere um den Gebärmutterhalskrebs, der dann langsam entsteht. Meistens ist es dann die Ursache von chronischen Infektionen durch diese Papillomaviren, die häufig die Veränderung machen von ZIN 1, 2, 3. Dann kommt die Vorstufe der Krebserkrankung. Hier, wie sehen Sie ja mittlerweile bei den Bildern, wie der Test mit dem Essigsäure stattfindet und die Verfärbung der rechts angehellt, letztendlich darstellt, wie auffällige Zellen dann auch sein können. Die Behandlung findet dann ganz orientiert am Stadium statt. Also bei einer ZIN1 HPV-positiv, Kontrolle nach 6 Monaten und danach erstmal alle 6 Monate, bis man zumindest mal für 1 bis 2 Jahre, das ist die Empfehlung, keine Auffälligkeiten hat. Bei ZIN2 ebenfalls HPV-positiv alle 6 Monate, bis zu 12 Monate können die Intervalle sein, wobei man da sich schon an die 6 Monate halten sollte. Bei ZIN3 ist eine sofortige Behandlung notwendig. Das heißt, es findet eine Kegelentnahme, eine Konisation statt. Die Konisation ist ganz wichtig, um die Tiefe und die Ein- und Vertiefung der Zellen und die Veränderung in der Tiefe festzustellen. Damit kann man auch im Gesunden dann entfernen und dann sicher gehen, dass wirklich hinterher nichts mehr übrig bleibt von den Viren in diesen Zellschichten. Dennoch bedarf es dann weiterhin den Kontrollen. In der Schwangerschaft wird oft abgewartet bis zur Geburt und danach die Konisation durchgeführt. Selten, dass man da schon aktiv sein muss.
Hier aufgrund dieser Informationsbroschüre von Cervita, der Gebärmutterhalskrebs-Studie, letztendlich werden nochmal alle Sachen aufgelistet, die Sie in Ruhe nachlesen können. Die Nachsorge bedeutet für Sie letztendlich in jeglicher dieser Fälle, dass Sie engmaschig in die Dysplasie-Sprechstunde gehen sollten, wenn Ihnen die angeboten wird, oder dann entsprechend bei Ihrem Frauenarzt zu einer regelmäßigen Krebsvorsorgeuntersuchung, die Sie unbedingt wahrnehmen müssen. Ansonsten hoffe ich, dass Sie jetzt etwas Einblick bekommen haben in die Dysplasie-Sprechstunde, was auf Sie zukommt, wenn Sie dort eingeladen werden oder wenn man Sie dorthin schickt. Nehmen Sie sie wahr, sie ist ein ganz tolles Tool, eine frühe Erkennung durchzuführen und früh genug sie in ein entsprechendes Nachsorgeprogramm aufzunehmen, damit nichts Schlimmeres passiert. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Robinson Ferrara.